So, ich habe euch ja gesagt, dann wir noch zum Zylinder schauen vom 844er. Also wie gesagt, die Pumpen, die es einbaut, Wasser leckt auch noch mehr. Jetzt haben wir noch den Lenkzylinder zum Abdichten, den habe ich schon ausgebaut mit meinem Monkey miteinander. Der war ein bisschen hartnäckig zum Ausbauen, aber ist ja klar, der ist seit 1983 da drinnen. Dementsprechend auch gut einbetoniert gewesen. Wichtig war, damit der heraus ist. Vielleicht müssen wir da dann noch mal ein bisschen einen Lack drüber da. Ja, hat ganz schön Kraft gebraucht. Genau. So. Ich darf jetzt einfach mal sagen, setzt euch da jetzt mal daneben her und ihr schaut mir da jetzt einfach zu. Ich habe jetzt dann da schon die ganzen Dichtungen raus. Ich habe mir jetzt da mal so Stangen her, damit ich da Magneten aufstellen kann. So ungefähr. So, jetzt wird es wieder mal auch nur gesehen, weil von da hinten, glaube ich, sieht man nicht so ganz so viel. Genau, also da hier vorne war jetzt und der Ring hier drin und da nochmal so ein Plastik drum. Das werden wir da alles dabei haben. Wichtig ist natürlich, dass wir da alles schön sauber machen und auch schön sauber halten, sofern es in einer Werkstatt möglich ist. Zwei Teile tun wir jetzt mit daneben hier. Natürlich brauchen wir die Teile, die wieder ganz unten haben. So. Genau, der gehört innen rein, der gehört außen auf. Genau. Da haben wir noch die zwei Ringe. Den da machen wir auf Zeiten dabei. Genau, also, die ist jetzt eine der alten Dichtungen, die ist da schon kaputt und da ist auch ziemlich kaputt und porös. Deswegen war es eigentlich klar, damit da überall ein bisschen Öl ausgedruckt wird. Genau, aber deswegen haben wir jetzt die neue da. Der kommt jetzt innen rein und der kommt dann außen auf. Genau. Mal gehen mal schauen, beziehungsweise müssen wir schnell sauber machen. Da. So, jetzt ist die Aufnahme leider zwischendrin abgebrochen. Aber ich habe jetzt den da zusammengebaut. Ihr habt ja gesehen, wie ich da die Dichtungen quasi außer da habe. Da sind jetzt die ganzen alten Dichtringe, wie ich hier eh schon gezeigt, teilweise gar nicht mehr so gut. Genau. Ja, ich habe mir jetzt da schon zusammengebaut. Ich habe auch schon geschaut, damit der dicht ist. Da habe ich gerade mal kurz angeschlossen gehabt. Genau. Ich habe ja vorher schon mal gesagt, glaube ich, dass der nicht zum Dran ist, wie es gängig war, sage ich jetzt einmal, oder heutzutage gängig ist, sondern der hat da quasi im Gehäuse und in dem Deckel quasi ein Nut drinnen und da wird dann so ein 4 mm Draht eingeschlagen oder wie auch immer. Genau. Habe ich jetzt in dem Fall schon da. Müsste soweit passen alles. Wie gesagt, ich habe schon geschaut, dass er dicht ist. Jetzt müssen wir den da gerade noch mal kurz abkürzen, damit das da passt. Und dann können wir eigentlich eh schon wieder einbauen. Ja, schauen wir, ob ich das heute noch mache oder ob ich das dann morgen mache, je nachdem, wie es fuchst. Beim Ausbauen hat er nämlich ziemlich gefuchst, aber normal sollte das jetzt eigentlich relativ schnell gehen, hoffe ich. Werden wir sehen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. We'll be right back.
So, der Zylinder, der ist jetzt dran. Da müssen wir dann noch ein bisschen nachjustieren da. Aber das machen wir dann morgen. Ich werde jetzt noch die Schleichhalter ohne da. Werde hinten noch die Kantermauer festziehen. Und dann werde ich das für heute auch lassen. Genau. Ja, dann darf ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zum Silber einfahren. Beziehungsweise ich werde das mit Lader fahren. Da freut es mich irgendwie mehr drauf. Genau. Dann bis morgen. So, läuft die.
quasi die modellieren. So, dann ist Zylinder auch wieder vorbei. Ich werde jetzt in der Werkstatt ein bisschen klar Schiff machen und dann da sagen, war es das auch wieder für den Vlog. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall und wir sehen uns dann spätestens die Woche wieder zum nächsten Vlog. Gut, aber da schaue ich es kein Ball. Aber ich nehme zumindest dann auf.